Wenn einer aufsteht, weiß ich nicht, habe ich gerade erfunden. Der Hintergrund ist ganz einfach. Wir könnten auch sagen, warum stehen hier Politiker? No way. Die werden von mir nicht eingeladen, um hier eine Plattform zu haben. Auch keine Partei wird jetzt hier eingeladen, um eine Plattform zu haben. Die Presse hat die Möglichkeit, ich sah ja, ob sie da ist oder nicht. Bei mir hat sich keiner mal angemeldet, außer zwei. Deshalb danke hier extra aus Japan, ist kein Scherz. Sie berichtet darüber, was in Europa passiert, was die Menschen bewegt, sodass die Japaner verstehen, was in Europa wirklich abgeht. Also danke dir. Es spielt keine Rolle, ob hier 5.000 stehen oder 200. Es geht darum, dass jetzt aufgewacht werden muss, dass wir gemeinsam solidarisch sind. Und das spielt dann keine Rolle, ob ich eine Kutte anhab, tätowiert bin, Landwirt, Handwerker, LKW-Fahrer. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo es wirklich reicht. Ihr seid bestimmt an einem Wahlplakat vorbeigekommen, da steht keine Zeit für Sprüche. Genau, keine Zeit für Sprüche. Die Grundsäulen unserer Gesellschaft ist der Handwerker, der Lehrer, der Landwirt. Bricht eine dieser Säulen weg, funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Und wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir möglicherweise einiges noch nicht verstanden haben, aber ich denke mal, sobald die erste Abrechnung kommt, werden Sie es verstehen. Gut, zum Ablauf. Wenn wir nachher fertig sind hier, wir werden einmal, ich werde was sagen, der Jan Henning für die Landwirte und der Andreas mit seinem Kumpel für die Trucker, werden wir uns dann auf dem Marsch bewegen, dass hier die Motorräder und Autos stehen und auf der anderen Seite die LKWs und die Landwirte. Und um 14.10 Uhr wollen wir rollen. Das heißt, ich fahre dann als erstes Fahrzeug auf. Hier fahren alle Motorräder und Autos auf. Und so, dass wir um 14.10 Uhr uns dann auf unserem Marsch bewegen. Haltet euch an die StVO, achtet untereinander, zwei Motorräder nebeneinander, einen sauberen Ablauf, so dass man uns wahrnimmt im Landkreis. Wir haben drei Bahnübergänge. Sollte einer schließen und ein Konvoi noch stehen bleiben, haben wir dort Blocker, die nehmen euch dann nach und führen euch dann wieder an den Konvoi ran. Zum Ablauf selber, wenn wir hierher zurückkommen, ist am Bahnübergang ein Schild, Demo beendet, dann ist die Versammlung beendet. Und die Versammlung ist jetzt eröffnet, das ist mein Auftrag, das muss ich hier laut Papier machen, habe ich auch getan. Wenn die Menschen auf die Straße gehen, liegt es nicht in erster Linie oder liegt es in erster Linie an der aktuellen Politik und nicht an der falschen Meinung der Menschen. Schöne Grüße an das Innenministerium. Aus genau dieser Sicht sagt es alles. Und die an den Ursachen Beteiligten sollten das ernst nehmen. Sie sollten uns ernst nehmen, das Souverän, denn wir sind das Volk. Ich werde jetzt nachher ein paar Mal sagen, gemeinsam, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr solidarisch sagt. Gemeinsam! Solidarisch! Ist es nicht Mut und Gelassenheit und Verstand, um uns aus Krisen zu führen und diese auch zu bewältigen? Das Ganze ohne Kontrollverlust oder sozialer Revolte. Gemeinsam! Solidarisch! Zu einer simplen Wahrheit gehört auch eine Einsicht. Hört ihr mich noch? Ja, etwas. Hallo, okay. Gehört auch eine Einsicht. Wer andere retten will, muss zuerst überleben. Nur eine intakte Wirtschaft und eine stabile Gesellschaft
wird fähig und willens sein, diese immensen Herausforderungen zu bewältigen. Gemeinsam! Solidarisch! Krisen sind immer Sozialexperimente. Wie schnell akzeptieren Menschen neue Normen? Wie biegsam und gehorsam sind sie? Wie biegsam und gehorsam sind sie? Wir akzeptieren diesen Gas- und Strompreise nicht mehr. Gemeinsam! Solidarisch! Ich hab ein paar Fragen an die... Hallo. Ich habe mal eine Frage an die Politik. Haben Sie sich mit Dunkelflauten auseinandergesetzt? Haben Sie sich mit Grundlast auseinandergesetzt? 1978 in der DDR, komplettes Chaos, komplettes Einstieg, keine Versorgung der Bevölkerung. 2021 Texas. Texas ist zweimal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Mehrere Tage kein Strom und Wasser. Gibt es ein Backup zu Solar und Wind? Fragt Tech for Future Technologie, habe ich nicht erfunden. Die Euro-Inflation ist mittlerweile bei 9,8. Quelle Business Insider. Und jetzt ist die Kernfrage. Sind Energiepreise keine politischen, sondern ideologische, motivierte Fahrlässigkeit? Fragt die Wirtschaftswoche. Und unser Solarstrom verpufft momentan in rauen Mengen, schreibt TN3 Magazin. Ich stelle mir da die Frage, wo soll das alles hinführen? Es gibt ja Ratschläge. Es gibt diesen Ratschlag von einem Elternherrn in Baden-Württemberg. Es gibt einen Menschen in Schleswig-Holstein, der sagt, wir sollen auf 19 Grad runterdrehen. Es gibt einen Minister, der sagt, wir können jetzt mal ein bisschen weniger duschen, so wie mir ansehe, habe ich auch den Eindruck. Und wir haben eine Außenministerin, denen das egal ist, wie wir denken. Gemeinsam! Habt ihr euch mal mit den Ratingagenturen auseinandergesetzt? Die Ratingagenturen bestimmen den Marktpreis. BlackRock, Vanguard. Die sitzen da und entscheiden, wir brauchen hier einfach ein bisschen mehr Kohle und dann treiben die Preise nach oben. Und alle machen mit. Mittlerweile wird ja jeder im Fernsehen gefeiert, der dann zeigt, vorher mussten wir uns immer die Hände waschen, wie er das jetzt nicht mehr macht. Gemeinsam! Bis jetzt sind es nur Notverordnungen, wie Gütertransporte für Erdöl, Gas und andere Arten. Einzelhandel soll die Türen schließen. Wie gesagt, ein Dammbruch fängt mit einem Haares an. Gemeinsam! Solidarisch! Wir fordern Regelung der Strom- und Gaspreise zu fairen, bezahlbaren Preisen. Weiterhin ein bezahlbares Leben für uns und unsere Kinder. Und keine ideologischen Phrasen, die interessieren uns nicht mehr. Es geht um unseren kleinen Arsch und den wollen wir am Leben halten. Wir haben in den letzten Jahren als Biker gemeinsam wirklich demonstriert, weil man uns schon immer gegängelt hat. Du darfst da nicht da fahren, du hast die falsche Kutte an, da liegst du auf der Straße, warum fahren Sie da lang, warum machen Sie dies? Wir wollen auch keine Staatsverschuldung, die dafür sorgt, dass diese kleinen Kinder da hinten das noch bezahlen und deren Kinder. Nimmt uns ernst. Wir sind das souverän und wir lassen uns das nicht länger gefallen. Tut mir einen Gefallen und tragt das heute, was wir hier machen, weiter. Denkt nach, macht euch schlau. Das kostet Kraft, das weiß ich. Wenn man 10, 12 Stunden mal hoch, dann nach Hause kommt, dann ist man überfrachtet, man hat Sorgen und Nöte. Aber macht euch schlau, es gibt genug Informationsplattformen,
die auch eine andere Realität darstellen, als das, was man uns da gerade präsentieren möchte. Denkt nach, ist die einzige Chance. Und es reicht wirklich, wenn einer aufsteht und dann anfängt. Lasst euch nicht weiter in die Ecke drängen. Denkt daran, dass wir jetzt gemeinsam die Chance haben. Und wir werden hier auch nichts mehr anmelden, sondern wir werden einfach da sein. Wir werden dann auf der Straße stehen und dann werden wir einfach da sein. Gemeinsam. Danke euch. Wir haben Sie da.